Die Alchemie des Reichtums aus dem Nichts wird eine neuerliche Plage über das Menschengeschlecht bringen. Der Nebel des Todes verhüllt das Land. Und jene, die nicht gewappnet sind, werden seiner stinkenden Umklammerung erliegen. Denn Gott kennt keine Gnade für jene, die sein Wort nicht achten. Und das Ende wird kommen. Und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen Engeln, auf dass er eine neue erschaffe. Du! Ich kann dich sehen. Folge meiner Stimme. In die U-Bahn. Da keine Löcher in die Luft. Schnell! Gut, dass ich dich gefunden habe. Willkommen im Safehouse. Meine Freundin nennt mich der Pfeiler.
Weißt du warum? Weil ich immer vorbereitet bin. Glaub es oder nicht, aber ich wusste schon lange, dass das kommt. Gut, siehst du das Gerät auf der Werkbank? Mit dem Bildschirm? Nimm's. Mit Verbindung zu mir. So kann ich auf dich aufpassen. Du wirst es machen. Kümmere dich erst um das Licht. Auf dem Klo ist ein Generator. Siehst du das grüne Licht auf der Karte? Kannst du was sehen? Geh zurück in den Hauptraum und zieh dir die Monitore an. Siehst du, der Letzte, dem ich helfen wollte, ist ohne Pad rausgegangen. Eine ganz schlechte Idee. Aber da ist noch was Nützliches. Der Rucksack dort ist ein Bug-Out-Pack. Ein Bob. Den Inhalt brauchst du zum Überleben. Jetzt könntest du mal das Radar ausprobieren. Hol dir den Cricket-Träger und sei nicht zimperlich. Nicht das stillschweigende Übereinkunft der Überlebenden. Du willst doch auch, dass es jemand für dich tut, wenn du infiziert wirst. Gut gemacht. Nicht schön, aber es muss sein. Jetzt sieh dir den Bob an. Wie gesagt, darin steckt eine Pistole und Munition. Die brauchst du definitiv. Perfekt. Geh sparsam mit der Munition um und lerne schnell nachzuladen. Gute Arbeit. Du musst diesen Ort sauber halten, wenn du überleben willst. Wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidungen mehr treffen. Vernachlässige den Schlaf nicht. Zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Sie sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden.
so wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hackt. Die Leute halten Kameras für sicher, fest verdrahtet mit der Polizei, aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ich kann dir das eine oder andere darüber erzählen. Zeit für den ersten Ausflug. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. Moment, ich öffne die Rolltore für dich. Raus kommst du nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du eine. Benutze den Umgebungsscanner, um das Gebiet abzusuchen. Hier scheint es ruhig zu sein. Noch. Das ist sie. Safehouse ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Raben von Dean nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt, denn wir wussten, was kommt. John Dee hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. Scanne die Tür mit dem Pad. Ich öffne sie dir von hier.
Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Okay, nun kannst du kommen und gehen. Scanne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst, damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Gerade an einem Verteilerkasten vorbeigekommen, falls du noch keinen gesehen hast. Fantastisch. Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Ein Gulli. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safe House. Riskieren Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Dein Radar. Du musst es manuell nutzen, wenn du wissen willst, was sich an den blinden Stellen befindet. Er war mit dem Alarm verdrahtet. Schnell rein, bevor alle Pestbeulen im Umkreis angelaufen kommen.
Dieses Video wurde gesponsert von Harpak.